Servus zusammen, salve a tutti. Heute will ich mit euch meine Aktie besprechen. Die habe ich, glaube ich, noch nie auf YouTube besprochen, aber die ist mir jetzt heute aufgefallen aus verschiedenen Gründen. Und zwar ist das MTU. MTU ist hier bei mir in der Nähe. Die sind in Karlsfeld. Fahre ich ab und zu mal dran vorbei, wenn ich zu meinem Lieblingschinesen gehe. Finde ich im Moment richtig interessant. Vor euch liegt der Wochenchart, also sprich eine Kerze, eine Woche. Und als allererstes will ich euch das hier zeigen. Das hier sind die Fibos vom Corona-Tief bis zu dem letzten Zwischenhoch bei 221. Wir haben da genau, ich nehme sie daran, auf das 50er aufgesetzt. Und zwar schon zweimal. Wir haben hier einen Doppelboden um die 160 kreiert. Das hier ist per letzter Woche ein Hammer. Die Farbe des Köpfchens ist ja egal. Außenband raus, ins Band rein. Mit heute, mit dem Dienstag, überbieten wir das hoch. Ist vielleicht ein bisschen früh, aber egal wie, wir überbieten es. Wir gehen gleich einen Tag rein, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Vom MACD her wird das Ding positiv. Über den Oszillator wird es positiv. Viele Fonds dürfen MTU gar nicht kaufen, weil die halt auch Kriegszeug herstellen. Eurofighter und so sind auch daran beteiligt. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Verso Moral, die haben immer gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Die bringen, das habe ich zweimal aufgemacht, die bringen am, Moment, ziehe ich es hier rüber, die bringen am 27.07. die Zahlen fürs zweite Quartal. 27.07., da sind wir also noch 15 Tage entfernt. BlackRock ist einer der größten Aktionäre, hat Teile verkauft, aber nur relativ wenig. Citadel, das ist also ein relativ bekannter Leerverkäufer, hat, wie schreiben die so schön, legt den Rückwärtsgang ein. Also die reduzieren ihre Short-Positionen. Es gab verschiedene Empfehlungen. Das eine war von Goldman Sachs. Die belassen das Kursziel oder nehmen es ein bisschen zurück von 214 auf 212. Aber da ist eine, da gucke ich immer drauf, das ist Jefferies. Jefferies, finde ich, sind mit die besten Analysten. Also wenn ich irgendwo eine Analyse von Jefferies in die Hand bekomme, die lese mir durch. Und die, jetzt muss ich mal schauen, das seht ihr jetzt hier nicht, ja, ich habe die unten, die haben, das Analysehaus Jefferies hat MTU vor den am 27. Juli erwarteten Quartalszahlen auf Buy mit einem Kursziel von 240 belassen. Also die sind weiter positiv. Ich habe den Eindruck, also von dem Wochenchart her gefällt mir das recht gut. Und jetzt gehen wir mal auf den Tag, weil da kommt nämlich auch dieser Trend ins Spiel. Das hier ist der Tag. Die Fibos sind weiter drinnen. Nochmal zum Gucken. Hier ist der Doppelboden bei 160. Ich weiß nach wie vor nicht, was die hier geritten hat, dass die von 180 auf 160 in zwei Tagen runterging. Egal wie, mir scheint der Chart sauber. Also im Sinne von schwache Hände raus. Und ich glaube auch, dass jetzt zumindest für die nächsten paar Wochen hier in diesem Bereich 162 bis 167 werden Abfanglimite drin liegen. So nach dem Motto, also wenn die das dann nochmal runterdrücken, dann will ich aber dabei sein. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da hingehen. Wir haben dann jetzt hier nach dieser sehr schnellen Abwärtsbewegung eine, naja, nicht ganz so schnelle, aber eine schöne Aufwärtsbewegung gemacht. So, und jetzt brechen wir diesen Trend hier. Der ist von, wo ist denn mein Fadenkreuz? Da ist es. Der ist hier vom 25.03. sind wir etliche Male, hat es den bestätigt, und wir gehen heute drüber. Sie sind in der Nähe des oberen Bandes. Ich persönlich bin nicht so ein Freund von diesen vertikalen Trends. Ich mag lieber die horizontalen. Und da habe ich ja gleich den nächsten. Einmal hier bei 181,50 und dann noch dieses kleine Zwischenhoch bei 185,55. 200-Tage-Linie ist bei 188. Von der täglichen Technik sind wir wieder okay im MACD, also das wurde komplett ausgebügelt und wir sind noch nicht überkauft über den Oszillator. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut und jetzt gehe ich nochmal hier länger in den Chart rein. Das hier war das Prä-Corona-Hoch, 22.01.2020, da sind wir bei 291. Also das möchte ich jetzt nicht sehen, aber die haben eine sensationelle Bewegung gehabt, nach unten, also richtiger Ausverkauf dabei. Und jetzt habe ich hier diesen Doppelboden. Ich tendiere nicht dazu, jetzt irgendwelche 170er Scheine zu nehmen, sondern ich habe diese hier. Und zwar zum einen ein 160er, da liegen wir also hier ein bisschen drüber. Ich glaube, wie eben schon gesagt, dass hier jetzt doch einige Abfanglimite drin liegen werden. Ja, wer es hier dann nicht gekauft hat, und da kam dann diese Aufwärtsbewegung,
Und hier nicht dabei war, der ärgert sich jetzt schon zum zweiten Mal und deswegen liegen da meines Erachtens nach Limited drin. Ich habe einen 160er mit 160,08 mit einem Hebel von 8,3. Das ist einmal die KG6L9U. Und wer es ein bisschen heiser mag, der kann einen 166er nehmen. Da sind wir ungefähr hier unter dieser Kerze. Das ist ein Hebel von 11,6 im Moment, die KG5EBW. Beide Scheine sind von der Citibank. Ich habe mir die ganzen Scheine angeschaut. Man muss bei der Ordererteilung ein bisschen aufpassen, also jetzt nicht nur bei Citibank, sondern bei allen. Ich habe mir eben alle angeschaut. Die werden relativ breit gestellt. Da müsst ihr ein bisschen am Ball bleiben. Aber ich fand die von der Citibank hier eigentlich recht gut, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Und ich gebe dem Wert also locker ein Touché bei über der 190, über der 200-Tage-Linie, so an die 200 ran. Also mir gefallen die auf diesem Niveau wirklich ganz gut. Ist definitiv kein Short. Und das ist hier schön, diese Abwärtsbewegung schön ausgemerzt worden. Haben wir gut gemacht. Haben sie wirklich gut gemacht. Also vor diesem Hintergrund bin ich hier auf jeden Fall eher positiv. Ich nenne auch gar keine Put. So, und hier kommt der nächste Wert. Das ist die Lufthansa. Wir alle kennen die Bilder von den wartenden Leuten am Flughafen und Gepäck. Und hast du nicht gesehen, überall wird so schlecht gesprochen. Und trotzdem ist sie nicht nur da, sondern sie handelt noch. Ja. Ich denke, mal ganz banal gesprochen, vor euch liegt der Wochenchart, dass das meiste ist drinne. Also ich glaube, die haben so viel schlechte Nachrichten. Es würde mich wundern, wenn da noch irgendwas kommt. Jetzt hat der Herr Kühne hat seine Beteiligung erhöht auf 15%, ist damit größter Aktienanteilseigner von der Lufthansa noch vor dem Start. Kühne hat 15 und der Start hat, glaube ich, 14,7 oder 14,8 irgendwo da. Das heißt, die Stücke sind auch ein bisschen aus dem Markt raus. Wie gesagt, das ist der Wochenchart hier und diese Zone hier, die liegt zwischen 5 und 4,70. Die hat seit 2300, das ist 2300, hat die Bestand. Sind wir einmal eingetaucht, gucken wir mal, jetzt hole ich es mal ein bisschen näher ran. Sind wir einmal eingetaucht, das war hier im September 2020. Und die hat nach wie vor Bestand. Ich habe den Eindruck, dass die hier eine Bodenbildung macht. Und nochmal, ich glaube, dass eigentlich alle schlechten Zahlen von der Lufthansa raus sind. Ja, keiner mag sie momentan. Die haben am 4.8. bringen die neue Zahlen. Also da erwarte ich auch nichts Tolles. Ja. Aber nochmal, ich denke, die macht hier einen längerfristigen Boden, der die nächsten paar Jahre halten dürfte. Ich werde über die Technik positiv über den Trendfolger. Ich werde leicht positiv über den Oszillator auf Wochensicht. Das Prä-Corona hole ich ja extra ich mal dazu geschrieben. Das war hier so um die 11. Ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt gleich in den nächsten paar Tagen hochgehen auf 10 oder hier zur 200-Wochen-Linie auf 9. Aber ich glaube, dass sie sich mit diesem Trend hier beschäftigen. Und dieser Trend ist von 2018. Da gehen wir jetzt mal einen Tag rein, gucken wir uns das mal näher an. Der ist also jetzt momentan ist der bei 7,30. Ich möchte die Lufthansa dahingehend nutzen, dass immer, wenn sie jetzt mal ab hier ein bisschen runterkommt, immer mal so 25 Cent, 50 Cent, dann möchte ich gerne eher welche kaufen und ich fange auch jetzt schon an. Von der Technik auf Tagesbasis drehen wir in allen Bereichen MACD, traditionelle, moderne Sichtweise. Wir sind positiv über die Stochastik. Also nochmal, ich denke, die durchschreiten gerade das Tal der Tränen. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass die morgen irgendwann 7,5, 8, 9, 10, 11 sind. Ich glaube, die werden sich jetzt hier langsam hier hocharbeiten, um sich mit diesem Trend im Bereich 7 zu treffen. 7, vielleicht 6,80. Also ich werde hier recht positiv für die. Und ich habe euch da folgende Scheine mitgebracht. Oder vielmehr folgenden Schein. Ich bin gar nicht bereit, jetzt irgendwie einen 5,50er zu kaufen. Oder auch einen 5er. Ich gehe, weil ich möchte die gern haben. Ich möchte sie besitzen. I want to own them. Und auf längere Sicht. Da will ich nicht jeden Tag drauf gucken müssen, wenn die mal irgendwo 10 Cent fallen. Deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Das ist ein 4,80er. Legen wir sie hier in der unteren Kategorie von diesem grauen Kästchen hier. Und das ist auch nur ein Hebel von 4,8. Aber das ist eine 1:1 Option. Die KG4J40 ist eine 1:1 Option. Das heißt, wenn ich 1000 von den Scheinen kaufe, habe ich 1000 Aktien gehebelt mit 4,8.
ist in diesem Fall auch von der Citibank. Ich habe mir also die Scheine von der Citibank insbesondere bei den Einzelaktien angeschaut. Ich finde die eigentlich recht gut, muss ich sagen. Beim DAX bin ich jetzt nicht so begeistert, da wisst ihr, mit wem ich immer am liebsten handle, aber ich finde, in den Aktien machen die eigentlich ganz guten Job. Also das fange ich jetzt an, KG4J40, wie gesagt, ein 4,61er Hebel. Ich mache nicht die volle Position, aber ich fange jetzt schon mal an mit der Hälfte. Da möchte ich relativ schnell reinkommen, weil ich einfach glaube, dass hier eine Bodenbildung in der Lufthansa stattfindet. So, und jetzt wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.